Da ist Fnatic einfach krass und auch LG hat halt super gute Leistung gezeigt. Also lassen wir uns einfach mal überraschen. Wir gehen direkt rein in die Pisten, ihr seht's hier. Und der Phoenix ist derjenige, der direkt was abbekommen wird. Und der ist auch sofort der erste Headshot. Fnatic fährt da einfach instant ins Haus rein. Mit den Glocks wird er durchgegast. Und Fair ist derjenige, der sich da auch nochmal ein bisschen wehren konnte. Eigentlich bisher keiner erwischt hat. Jetzt hat Fallen einen. Da geht der erste down. Taco, der sprayt einfach ganz ruhig rein. Kann man da seinen Kopf nicht sehen oder warum kriegen die nicht? Taco hat auch einen zweiten mittlerweile erwischt. Da gibt's noch ein kleines Duell. Flasche. Oh, Lenkrad. Busförder scheinbar. Flasche wohl auch dabei. Eieiei, den hat er aber sauber daneben geschossen und Olaf Meister jetzt im 1 gegen 3. Ja, mit 9 AP wird's wahrscheinlich selbst für ihn schwer. Also es sieht im Moment alles danach aus, als ob diese First Round da an LG geht. Und was auch immer Taco da gerade für eine Position am Friedhof gewählt hatte, sie war anscheinend verdammt gut. Er konnte da sowas von in Ruhe reinschießen und sie haben ihn einfach extrem lange nicht getroffen. Und so konnte er mit seinen zwei Frags die Runde auf jeden Fall schon mal deutlich leichter machen für sein Team. Fair hat jetzt hier den letzten Kill erwischt. Und damit, soll ich wirklich damit anfangen, damit hat Fnatic die erste Runde auf jeden Fall schon mal fair spielt. So, erste Pause weggecallt, taktische Pause von Fnatic. Nein, Quatsch, es wird irgendein technisches Problem sein, denke ich jetzt mal. Vielleicht sogar bei Flasche, weil ich kann mir nicht vorstellen, warum er sonst so krass verschossen hätte gerade. Irgendwas scheint da nicht zu stimmen. Please fix geben. Please fix. Ah ja, das ist auch schon einer weg, okay. Da hat's einen zerlegt. JW was. Ist aber schon wieder da. Also nur ein kleiner Game Crash. Ja, Best of One natürlich auch immer wieder so ein bisschen der Faktor, an dem es halt mal sehr schnell scheitern kann. Eine Map kann man halt schnell verlieren. Also gilt auf jeden Fall jetzt bei LG natürlich sofort komplette Konzentration. Von Beginn an. Wenn sie jetzt ihren Vorteil halt so früher ausbauen können. Ich meine, es kann halt auch schnell mal passieren, dass es jetzt 7-0 oder so steht. Auch gegen Fnatic kann das sehr schnell mal sein. Es wäre halt gut für Luminosity, wenn nicht sogar vielleicht auch ein Stück weit nötig, aber ja, es ist halt einfach Fnatic, die da auf der anderen Seite stehen. Deswegen darf man sich da nie sicher sein, auch wenn man jetzt hier gerade nur gegen den Forceball spielt. Fair, jawohl, da war es auch schon, wird sofort umgeräumt, keine Chance, Olaf Meister nimmt ihn da mit, als wäre es das Einfachste der Welt. Fnatic konnte zumindest noch ein bisschen Damage auszahlen, aber auch er wird von Olaf Meister einfach umgeräumt. Und jetzt kommt es auf Taco an, er muss jetzt Damage machen, aber was will er tun, wenn ihn da drei Leute gleichzeitig facen, da hätten seine Mates mehr anrichten müssen. Jetzt kann man da langsam sicher durchmarschieren, sodass Cold und Fallen das Ganze nur noch im Retake anspielen können. Haben sie noch einen Diffuse-Kit dabei? Selbst auf jeden Fall nicht, aber ich bin mir relativ sicher, dass da irgendwo noch eins liegen wird. Aber die beiden haben halt eben nur MP7s und da könnten sie auf die, ja, auf die Distanzen halt schon Probleme kriegen gegen die Pistolen. Also gerade gegen die Deagle. Der Rest wird sowieso auf die Close Range gehen. Ich meine, mit der UMP hat Crimson jetzt nicht unbedingt einen Nachteil gegen die MP7. Und die anderen beiden werden halt die Close Range suchen und da relativ viel Damage anrichten können. Vor allem dieser schöne Move aus dem Haus raus. Ich glaube, es ist Krims. Nee, JW ist es. Sehr schön. Schön umlaufen, auch wenn Fallen damit sogar noch gerechnet hatte. Wird im Endeffekt trotzdem rausgenommen. Und Cold steht jetzt alleine im 4 gegen 1. Im 3 gegen 1, aber mehr als diesen einen Kill würde er nicht mehr machen können. Und es ist direkt die Anschlussrunde für Fnatic. Und es sah halt wieder so einfach aus. Die kriegen sogar alle Spieler noch raus. Überlebt Krims? Nee, Krims überlebt es nicht mehr. Stand so nah an der Bombe. Und damit 1 zu 1 für Fnatic. So schnell kann es gehen. Nochmal ganz kurz wegen der Quali. Ich denke mal, es ist schon annehmbar. Also klar, es ist schlecht als auf dem GoTV, weiß ich. Aber man kann alles erkennen. Solange ihr das Fadenkreuz sehen könnt, ist es ja in Ordnung. Aber es ist einfach besser, weil so haben wir die Spielercamps. Hören die auch ein bisschen rum. Tun und so Zeug. Und das ist ja, denke ich mal, nicht schlecht. So, Cold Zero hat gerade eben, oder musste gerade eben schon updaten. Klims hat ihn da rausgenommen. Fnatic contactet sich da jetzt langsam ran Richtung B. Also sie arbeiten sich nach vorne. Man will halt jetzt nicht einfach draufrennen, völlig nachvollziehbar, denn sonst könnte man eventuell in den Stack hier reinlaufen. Auch wenn es momentan nicht der Fall ist, aber das weiß halt Fnatic jetzt in dem Moment noch nicht. Deswegen spielt man sich da erstmal ran und die Banane wartet einfach ab, was passiert. Kommt irgendwas geben, kommen Flashes, machen die Gegner irgendwas. Einfach ein paar Infos sammeln, was da halt wirklich genau los ist. Sollte nichts entgegenkommen, könnte man zum Beispiel genau Flasche nach vorne schicken. Der hat sowieso nur eine P250, sollte er sterben, ist seine Pistole weg. Wenn nicht, dann hat er jetzt sowieso den Frag gezogen, mit dem er Richtung Spot nach vorne pushen kann. Fallen musste durch diese Smoke durchgehen, sonst wäre er einfach auch noch gestorben.
Der wird so oder so trotzdem rausgenommen. Ja, Fair bzw. Taco werden jetzt auch nicht mehr allzu viel anrichten können. JW gegen Fair fällt und Taco, der wird nur noch schauen, dass er seine CZ safen kann. Ja, die Möglichkeit aufs Go-TV zu gehen habe ich immer. Ich habe eher die Möglichkeit, jetzt mal den Clean-Feed zu benutzen. Das ist halt der Punkt. Aber lass mich mal kurz was ausprobieren. Ich werde einen kleinen Versuch starten, mit dem wir es eventuell besser hinbekommen. Nee, okay, hat auch nichts verändert. Tja, dann nichts. Dann müssen wir mal dabei bleiben. So. Also auf jeden Fall geht es jetzt nochmal gegen die Eco von LG. Da ist mein Flasher wieder vorgeschickt, konnte also auch direkt wieder den First Break setzen. Also das läuft alles ziemlich gut bisher. Fnatic da in diesen Anti-Ecos sehr solide. Aber trotzdem abgeklatscht bei LG. Okay, auch nicht schlecht. Naja, Teamgeist muss ja auch hochgehalten werden. Also, jetzt geht's weiter in diese Waffenrunde. In diese erste richtige Waffenrunde, wo beide Teams jetzt ausgestattet sind. LG hatte ja diese zweite abgegeben. Dementsprechend Fnatic das 3-2-1 rausgespielt. Und wir haben JW direkt an der AWP. Und das meinte YNK ja vorher. Könnte eine sehr interessante Geschichte werden, was er damit so anstellen kann. Gerade auf der CT-Seite dann immer wieder sein sehr, sehr offensiver Spielstil, den er immer wieder am Haus zeigt, den er wieder durch die Smokes durchzeigt. Auch das ist wieder der Fall. Er hat sich eine Zeit lang mal damit zurückgehalten, aber mittlerweile glaube ich auf jeden Fall die Konferenz wieder zurückgefunden, weil er auch skilltechnisch halt nachgelassen hatte. Über einen kleineren Zeitraum jetzt. Aber da mittlerweile absolut wieder aufgeholt hat. Das war ja auch eine Zeit lang im Gespräch, ob er eventuell sogar noch die Rifle spielt bei Fnatic. Ob dann Olaf bzw. Dennis da vielleicht so ein bisschen mehr umschwenken sollen, aber das hat sich dann wirklich erledigt. Man macht es jetzt halt einfach so, wenn JW in dem Spiel sich nicht so gut zurechtfindet, wenn er einfach ein bisschen schlechter mal dabei ist, dann tauscht man die AWPs einfach schlecht und ergreifend. Und es ist halt auch wieder so, dass du bei Fnatic einfach die Möglichkeit hast. Also du kannst die AWP halt durchaus einfach mal einem Olaf geben oder einem Dennis und es funktioniert halt trotzdem damit. Also vor dem wird da absolut gut abgeflasht, keine Chance, was dagegen zu tun. Man hat es diesmal so gemacht, dass man den Spotspieler einfach abgesmoked hat, sodass der nichts dagegen tun kann. Er wollte gerade mit dem Pooldown pushen, ist aber wieder zurückgegangen. Cool Zero hätte da die Chance gehabt, die Gegner rauszunehmen. Allerdings kam noch mal eine schöne Flash gegen ihn. Jetzt mal der kleine Spray in die Smoke rein. Aber auch hier nicht wirklich viel Damage gemacht. Jetzt ist Flash einfach alleine abgestellt worden. Und der Rest von Fnatic hat sofort wieder zurückgeschoben. Allerdings haben sie da keinen Frack erwischt. Und das ist, glaube ich, das, was man so ein bisschen gebaut hätte eigentlich bei Fnatic. Dass man jetzt zumindest einen rausnehmen kann. Aber auch das hat nicht funktioniert. Fair in der Mitte, sauber. Dennis rausgenommen, der hätte keine Chance mehr zu reagieren. Olafmeister kann direkt hinterher, konnte den Lüftweg hier noch ziehen, hat damit gerechnet, dass die Granate kommt. Taco räumt aber wieder auf, Fallen am B-Spot ebenfalls. Flasher wurde rausgenommen und JW steht alleine gegen 4. Und die Runde läuft aus dem Ruder. Aber man da zwar am B-Spot durchkommt und der Split an sich eigentlich auch gut funktioniert hat, aber einfach dieser Frag halt nicht da war. Dadurch, dass Cold Zero rechts, also wirklich gerade noch rechtzeitig reagiert hatte und da wieder hochgesprungen ist in die Smoke Line, konnten sie ihn halt nicht erwischen. Aber auch Fallen hat er. Ja, rechtzeitig einfach weggeschoben und sich da in Sicherheit gebracht, bevor er halt rausgenommen worden wäre, was eigentlich die Idee hinter diesem Split war. Also damit geht diese erste Waffenrunde schon mal an LG. Und Fnatic sollte diese Runde gewinnen, sonst müssen sie sich da auf vermeintliche Ecos einstellen erstmal. Dann geht diese Geschichte mit dem Geldstrudel wieder los. Fair schön aus dem Hausmeister und einen Frag ziehen können. Olafmeister konnte ihn noch nicht überprüfen. Er muss zuerst Richtung Kurz schauen. Also Richtung Kante vor allem. Jetzt gehen wir in die
mir das Leben gekostet. Seine Mates kommen jetzt langsamer sicher hinterher. Man will also diesen Action-Go starten, den Fnatic in letzter Zeit auch sehr häufig gespielt hat. Aber LG nimmt komplett einfach den Spielraum, in dem sich keiner Richtung Sandkasten zeigt. Und das ist genau das, mit dem Fnatic hier wieder gerechnet haben. Aber sie kriegen da keinen Frag. Und jetzt steht Fallen ihnen auch noch an Lang gegenüber. Den ersten hat er hier daneben geschossen. Bisschen zu spät reagiert, war aber auch ein sehr schwerer Schuss, also er hat sich da echt einen kleinen Schlitz ausgesucht, zieht sich aber sofort wieder defensiver zurück und man nimmt Fnatic da wirklich komplett diesen, ja, die Möglichkeit einfach den Druck aufzubauen, indem man keinen einzigen Frag zulässt, erstens man dann sicher selber weiß, okay, jetzt können wir welche rausnehmen, hat man die ganze Geschichte dann sauber unter Kontrolle gebracht und damit das 3:3, Luminosity also direkt ausgeglichen. Ja, und Fnatic... Sie haben eigentlich noch ziemlich viel Geld. Ja, da kann man nochmal nachkaufen. Also die Runde ist ja locker noch drin sogar. 3 AKs, eine AWP, eine Tech 9. Aber jetzt, ja danach. Danach wird's knapp. Höchstens mit gelegter Bombe könnte man nochmal über den Force-Fan nachdenken. Aber das ist auch wirklich dann schon, ja, das höchste der Gefühle. Wollte offensiv kommen, aber nein. Das nutzt Olaf Meister sofort aus. Nimmt ihn direkt mit. Damit hat man da schon mal die Überzeitsituation bei Fnatic hergestellt und Fallen in die Mitte rein. Jawohl! Taco ebenfalls aufgeräumt. Jetzt ist man direkt wieder hier ein Spieler mehr auf dem Feld. Also LG, die ganze Situation quasi wieder umgedreht. Obwohl dieser Spieler da rausgenommen wurde, hat man sofort reagiert. Bei LG ist direkt zu viert auf den A-Spot draufgegangen oder zu dritt dann halt nur noch. Und Fallen in den nächsten rein. Jawohl, sehr schön. Der wird natürlich auch super wichtig. Jetzt kommt FNX von hinten, der macht alles dicht. Zwei schöne Headshots reingeböllert. Und damit 4:3 für Luminosity, auch wenn sie am Anfang der Runde in Unterzahl waren. Die ganze direkt wieder rausgespielt. Und somit sich wieder den kleinen Vorsprung erarbeitet jetzt mittlerweile. Also eine Runde vorne erneut. So wie auch schon beim 1:0. Und sie haben Fnatic in der Eco. Jetzt könnte man also die ganze Geschichte noch ein bisschen weiter ausbauen, wenn man diese Runden eben auch noch holt. Richtung Banane bewegt auf jeden Fall. Sie wurden in der Mitte schon ein bisschen angeschossen. Haben sich dafür entschieden, nochmal rauszugehen oder auch nicht. Also wieder die Rotation zurück. Da war wohl ein bisschen Unsicherheit vorhanden, weil gerade eben sind eigentlich alle Spieler rausgegangen. Aber Flasche hat jetzt alle zu sich gerufen. Fallen setzt direkt den ersten rein. Von ihm Code Zero. Man muss da ein bisschen aufschauen. Er steht ja auf eine ziemliche Close Range. Aber sprayt einfach schön durch. Jawohl, das ist der 3K von ihm. 5:3 für Luminosity Gaming. Auch hier alles unter Kontrolle. Sein Mate hinter ihm ist zwar noch gefallen. Fallen war es sogar, den es nochmal zerlegt hatte, aber im Prinzip die Runde auf jeden Fall durchgebracht. 5:3. Okay. Ja, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Und damit gibt es die nächste Waffenrunde. Keine AWP bei Fnatic, nicht genügend Geld. Aber es sind ordentlich Granaten da und jetzt wird hier erstmal wieder die Banane angegangen. Vorne lässt sich davon aber nicht so wirklich beeindrucken. Also er schiebt zwar schon ein kleines Stückchen zurück, sodass er nicht angebrannt wird, bleibt aber weiterhin in der Banane stehen. Jetzt ist er da rausgegangen. Also er scheint hier wirklich zu vermuten, dass man sich da zu Beginn der Runde gar nicht mit ihm anlegen möchte. Vielleicht auch, weil jetzt einfach die AWP nicht da ist. Und es müsste oder könnte eigentlich auch bekannt sein. Ja klar, ja, ist jetzt wieder die Frage. Also theoretisch hätte sich Fnatic eine leisten können. Klims hat ja zum Beispiel mehr als 4.700 ausgegeben. Das ist genau zu dem 4.800 und das wäre dann schon genug gewesen. Also theoretisch wäre das Geld vorhanden. Aber Fallen hätte sich so oder so damit angelegt. So, Fnatic muss erstmal das gute alte Wartespiel machen. Wir sind auf D Inferno, man kennt's ja. Da geht's jetzt diesmal nicht so Mitte hoch. Also sie haben sich trotzdem für diesen Go entschieden.
Ich möchte jetzt dann lang durchpushen, da könnte man wahrscheinlich die Rotation bei Fallen wieder relativ schnell erzeugen, denn das ist echt das bisher, was Elgida versucht. Dann aber fair direkt hier mit dem Double Kill. Die Flash saß wunderschön von seinem Mate. Marco und zumindest im Sandkasten noch einige gezogen. Jetzt kommt es vor allem auf FNX an, aber er fällt und damit hat man das 2 gegen 2, ist auf dem Spot drauf und wird die Bombe erstmal planten können. Trotzdem wunderschöner Double Kill, den Fair da gerade eben gemacht hat mit dieser Support Flash dazu. Cold Zero sofort raus. Zusammen mit seinem Team-Captain, die beiden müssen es jetzt reißen. Haben sie mittlerweile keine Equipment mehr, beide haben Diffuse-Kit. Sie müssen halt irgendwie den Spieler von Fnatic finden. Aber die beiden halten sich natürlich versteckt. Was sollen sie denn auch? Wo sollen sie denn hin? Sie müssen jetzt nur noch die Bombe verteidigen und das eigentlich gar nicht mehr allzu lange, denn es geht ins erste Duell, setzt den Kill und jetzt hat Olaf hier ein schönes 1 gegen 1. Die beiden Meisters machen es hier dicht. Das kann Olaf so gut wie nicht verlieren. Vor allem, weil es Olaf Meister ist und er einfach alles safe ausspielt und damit die vierte Runde für Fnatic. Puh, aber schwer erkämpft, also hart erkämpft vor allem. Es war an sich eigentlich ziemlich gut verteidigt. Wenn der FNX diesen einen Killer noch zieht, wenn er dieses eine Duell gewinnt, dann ist die Runde höchstwahrscheinlich auch gegessen. Aber dadurch, dass Olaf und Dennis da einfach durchrennen in der Sandkasten und auch keinen Fokus mehr aufs Haus hatte, der Backstep also noch rechtzeitig kam, konnte man dann diese Runde mit diesen kleinen Aktionen dann nochmal für sich entscheiden. Aber im Großen und Ganzen ist er eigentlich trotzdem schief gelaufen, muss man sagen. Also zumindest wenn wir jetzt mal nach der Taktik gehen, denn Fair hat es halt gut im Griff. Auch Taco hat da gut Damage gemacht aus dem Sandkasten raus. Schon Grimms haben sich da jeweils nur Pistols gekauft. Das ist ein interessanter Ansatz, obwohl man die Runde gerade gewonnen hat. Aber vielleicht wollten sie sich so viel zurückhalten, dass man, falls man die Runde abgeben sollte, jetzt trotzdem kaufen kann nächste. Anders kann ich es mir ehrlich gesagt nicht wirklich erklären. Außer Grimms hat jetzt Waffen weiter gedroppt. Ich wundere jetzt gerade fast, wie entspannt Grimms sogar da sitzt. Wenn man mal JW vergleicht, der sitzt da kerzengerade und Grimms chillt da eher so. Der ist mehr so JDM quasi. So, wieder der gleiche Go wie gerade eben. Zumindest wird er angefaked. Der einzige Unterschied könnte sein, dass man JW diesmal Richtung CT durchschickt und seinen Mate. Aber Olaf Meister bzw. er chillt da erstmal noch. Obwohl sie ihre Mates Richtung B gehen, hat man den BS-Bild nur angetäuscht und wollte damit die Spieler einfach nur diesen CT ziehen. Das hat perfekt funktioniert, aber Cold Zero wieder mit so einer goldenen Flash alles umgeräumt. Fallen hat zwar noch geschossen, aber Fair war schneller. Olaf Meister und JW können eigentlich noch die Scherben aufsammeln. Sie versuchen nochmal die Bombe zu planten, aber da kommt schon einer. Nein, Moment, das war sogar der Spray hier. Durch die Kabeltrommel, Bombe rausgenommen, keine Zeit. JW wird noch vor der Zeit sterben, hat aber Glück gehabt. Fair muss ihn aber rausnehmen, sonst wäre er höchstwahrscheinlich geknifed worden. Also wunderschön verteidigt diese Gegenflashes, mehrmals jetzt schon. Cold Zero am B-Spot, die ganze Zeit an A lang fallen auch immer wieder so richtig krasse Teile. Und das sind halt dann immer 2-3 Kills direkt und macht halt die komplette Runde kaputt. Sehr starkes Granatenhandling gerade eben von LG und das bringt ihnen hier echt die Runden. Also es sind wirklich so teilweise einzelne Flashes. Plus natürlich, dass die Spieler dann auch treffen. Das ist klar, das muss auch dazu kommen. Also nur die Granate, die Flash alleine killt niemanden. Aber sie macht es halt deutlich leichter. So, jetzt wird hier bei Fnatic trotzdem nochmal gespart. Also, obwohl jetzt Flasche und Klims gerade eben nur Pistols gespielt haben, trotzdem nicht genug Geld. Das ist auch immer da gerade eben der Plan dahinter, war. Gut, wobei Flasher spielt ja in letzter Zeit sowieso häufig mal UMP, Tech9 oder halt CZ auf der CD-Seite dann, wenn mal wenig Geld da ist. Hoffentlich spielt sich da wieder langsam, aber sicher Richtung Mitte. Der war alles im Griff, steht im Positionsfall hier, er kann da kaum gesehen werden von der Position. Und es waren sogar 4 Kills hier von ihm, aber es hat einfach ganz sauber geschossen.
Das Ding ist halt, die Spieler, die anlang rumziehen aus der Mitte hoch, die sehen ihn so gut wie gar nicht. Also er ist schon ein bisschen erkennbar, aber eigentlich wirklich fast nicht. Und somit konnte sich die Runde da sauber snacken. Auch wenn er da schon einen weggeholt hat, ist es trotzdem schwer für den Rest, ihn dann einfach zu erkennen, weil man ja nicht so genau ansagen kann einfach. Und das hat er einfach sauber ausgenutzt wieder mit seinem Mate zusammen. 7 zu 4 momentan für LG, also bisher auf der CT-Seite eigentlich alles relativ gut im Griff. Klar, Fnatic hat diese zweite Runde da holen können, das war halt ein bisschen unglücklich, aber das ist halt immer so ein bisschen diese Unbekannte, gegen die du halt nicht wirklich was machen kannst, weil wenn halt ein Olaf Meister einfach mal so eine Runde ausrastet, dann ist halt einfach RIP. Und du kannst halt wirklich wenig dagegen tun. Aber Fnatic will wieder in diese Mitte. Also sie halten einfach an diesem Mitte-Ghost fest. Auch ohne Haus teilweise sogar. Diesmal hat man Olaf Meister wieder reingeschickt. Der wird also erneut den Backstabber machen. Aber man könnte auch sowas wie in Betracht ziehen, wie zwei, drei Leute ins Haus zu schicken. Aber das hält Fnatic hier momentan wohl noch nicht für nötig. Jawohl, sehr schön von Dennis. Einfach vorgeschickt, den Entry-Frag gezogen. Jetzt müssen seine Mates eben ran. Taco steht da hinten noch im Sandkasten. Wird schön abgeholt von Grimms. Sauber, obwohl er blind war. Vielleicht trotzdem setzen können. Hier, Fair kommt nicht mehr weg. Da er sich ein bisschen fair spielt. Zero und Fallen im 2 gegen 3. Also das wird auf jeden Fall ein schwieriger Retake für die beiden, auch wenn Fallen bisher echt gut on point war. Aber sie haben noch ordentlich Equipment dabei. Damit könnte man es sich auf jeden Fall deutlich leichter machen. Das Einzige, was bei Fnatic noch vorhanden ist, ist die eine Flash von Olaf Meister. Die hat sich damit gerade eben auch erledigt. Und somit muss man jetzt im 3 gegen 1 nur noch zurechtkommen. Oh, Olaf Meister! What the fuck? Okay. Ja, wenn Olaf keinen Bock mehr hat, die Runde auszusitzen, dann geht er einfach rum und setzt die beiden Headshots. 7 zu 5, Fnatic. Also mit einer T-Runde mehr auf ihrem Konto. Ja, war jetzt eigentlich wieder recht simpel ausgespielt. Also diesmal war jetzt diese Flash ist halt auch nicht dagegen geflogen. Man hat also Fnatic ein bisschen mehr Raum gegeben. Ja, sie sind da leichter durchgekommen. Dennis konnte einfach vorrennen, den ersten Headshot setzen. Seine Mates bauen drauf auf. Und wenn dieser Entry-Frag fällt, dann zimmern sie auch eine Runde draus. Das ist ganz klar. Fair kann einen machen, aber Reflex sitzt sofort. Das ist halt, ja. Da kommst du nicht weit. Die eine Kill, ja. Spätestens dann noch ist dann Schluss. So, diesmal hat man diesen First Frag eben gezogen und jetzt geht Fnatic scheinbar davon aus, dass Luminosity hier eine 1-3-Deckung spielt und sie liegen sowas von goldrichtig damit. Fallen wird erstmal aus seiner Position vertrieben, damit er da vorne niemanden picken kann. Jetzt sollte es ihnen eigentlich klar sein, dass es da eventuell Richtung B gehen könnte bei Fnatic. Ein Spieler steht sowieso schon im CT-Bogen und der müsste da jetzt... Oh, und es wird nur angetäuscht. Es wird nur angetäuscht. Der Read ist richtig. Der Read ist absolut richtig, dass es hier trotzdem Richtung A geht. Werde Fnatic da durchgefahren, sie wären höchstwahrscheinlich durchgekommen. Sie hätten nur einen Spieler umräumen müssen, aber sie haben sich extra viel gezeigt. Oh nein, und Luminosity verschiebt wieder im falschen Moment. Jetzt sind sie da schon raus aus der Action. Da steht aber momentan noch einer. Taco wartet ab, nimmt den einen, nimmt den zweiten. Sehr schön von Taco, den dritten nicht mehr ganz, aber zumindest soweit angeschossen, dass sofort der Reflect gefallen ist. Und dann ist Olaf Meister plötzlich alleine. Taco kann es nochmal rumreißen. Ich bin mir sicher, dass die Runde sowas von gefährlich geworden wäre. Taco nicht das Gerissen, aber jetzt ist immer noch Olaf am Leben. Er steht hier im 1 gegen 3. Also für ihn quasi ein 1 gegen 1. Aber FNX nimmt ihn sofort mit. Also kein Problem. Da hat er ein bisschen wenig Spielraum gehabt wegen dem Balken, der noch rechts neben ihm stand. Wegen der Stütze da. Konnte nicht mehr weiter nach rechts steppen und das konnte halt FNX ausnutzen, indem er da einfach schon hinsprayt. Weil Olaf Meister dann einfach die Bewegung fehlt. 8 zu 5 für LG. Da sehen wir Taco nochmal sehr schön. Jetzt haben wir auch Replays. Deswegen sind wir noch hier. Ah, es war ganz, ganz stark, hat vor allem auch sehr geduldig gewartet und dazu haben auch ordentlich Eier gehört, weil normalerweise vergisst Fnatic nicht, Positionen auszuschließen. Es kommt bei ihnen so gut wie nicht vor. Und das war jetzt wirklich mal einer dieser wenigen Fehler, wo sie es wirklich getan haben und da einfach dann auch die Ruhe zu bewahren und nicht frühzeitig zu schießen, war hier genau richtig. Sehr schön. Oh, das war jetzt nicht ganz so schön von FNX.
vorne, bis ich da gerade nochmal die AK in die Position bringe, in die er sie später nochmal picken könnte. Oder halt auch die Gegner schlechter rankommen. Dorfmeister. Sucht hier seinen Entry-Frag mit. Hat ihn nicht gesehen. Er hat ihn nicht gesehen, die Nate sitzt. 55 AP noch bei ihm. Overlauf. Ja. Jetzt mit dieser Smoke weiß er halt nicht so recht, was er machen soll. Hat einen kleinen Rand gefunden, aber es ist sehr oh, hat er die Schulter gesehen? Die wäre definitiv zu sehen gewesen. Ah, kommt jetzt auch wieder ein bisschen drauf an, welches Seitenverhältnis er spielt. Aber in dem Moment. Fokus drauf gehabt, die muss sehr vorsichtig gegen den Friedhof sein, der hat jederzeit rumziehen können und ihn rausnehmen, aber sie sind extrem vorsichtig, denn es ist komplett durch an der Seite und sie haben ihn 0% auf dem Schirm. Uiuiui, Taco pickt den ersten, jetzt kommt Dennis von der Seite, aber das ist immer noch einer am Friedhof, das ist immer noch einer am Friedhof und der kriegt von Schild Avenue ins Gesicht. Jetzt ist man in der Überzahl drauf, riesen Deckungslücke bei LG, riesengroße Deckungslücke, sowas darf absolut nicht sein, nicht gegen Fnatic. Fallen und Fair wollen sie anscheinend gar nicht mehr angehen. Das wird die sechste Runde sein für Fnatic. Zumindest wenn man jetzt, aber ja, sie gehen safe auf jeden Fall. Oh, und das war ein Fehler. Das war ein Fehler, den Fnatic sofort gnadenlos ausnutzt. Zu 6 für Fnatic. Naja gut, für LG sollte es jetzt eigentlich noch kein Geldproblem darstellen. Mal schauen, ob sie nochmal eine Runde kaufen können, aber im Normalfall schon. Ah, es geht. Also mit den beiden gesaven ist es nochmal drin, aber spätestens danach wird es eng. Naja, wobei danach spielt sowieso keine Rolle mehr, weil es die letzte Runde der ersten Halbzeit ist. Ich dachte gerade, es wird noch eine dann noch geben, aber das hat sich dann gerade erledigt. Also, da ist man nochmal ganz gut equipped, okay. Nur zwei Defuse-Kits, aber mit denen müsste man eigentlich wirtschaften können. Eins auf dem A, eins auf dem B-Spot. Im Notfall muss man sich halt dann Retake nochmal picken, aber solange eins auf jeweils einem Spot ist, ist ja alles im grünen Bereich. Er findet wieder auf die Banane. Oh, und das ging schief. Und das könnte super schnell die Runde kosten, falls Fnatic vorhat, jetzt direkt drauf zu pushen. Aber ich glaube, sie sind sich nicht ganz sicher, ob da eventuell noch ein dritter Spieler unterwegs war am B-Spot. Das kann man jetzt hier nicht unbedingt readen, denn wenn die schon so offensiv kommen, dann kann man echt glauben, dass da noch ein dritter ist, weil... Das Ding ist, wenn nur zwei Spieler am B-Spot sind, die gehen beide so offensiv, sterben beide, dann wäre der Spot halt sofort frei und davon geht Fnatic nicht aus. Die glauben nicht, dass der Spot jetzt einfach direkt frei ist. Wäre richtig gewesen, aber letztlich Zeit, man hat sowieso die Überzahl, also warum jetzt irgendwas überstürzen? Lieber auf LG warten, die vielleicht nochmal offensiv pushen oder so einen Move spielen an dieser Smoke. Fair ist das sehr schwer zu sehen, wenn überhaupt zu sehen ist. Aber es kann durchaus sein, dass Fnatic die Position predicted. Krips dreht sich noch ein bisschen im Kreis. Gegengeschlagen. Naja, und da kommt eben diese Bugsmoke in Anführungszeichen zum Tragen. Fair konnte nochmal einen runterpicken und jetzt hat man vielleicht durch dieses zögerliche Spiel wirklich die Runde nochmal vergeben bei Fnatic, was man eigentlich selten sieht bei ihnen. Aber sie wollten nicht sofort durchpushen. So, das ist die Arbeit. Er kann noch einen rauspicken, es war ein sehr wichtiger Faktor. Dadurch müsste man eigentlich die Bäume bleiben können. Ich wollte nochmal versucht, einen rauszunehmen, aber der Schlitz war zu klein. JW und Olaf im 2 gegen 2. Ich habe nochmal kurz sein Leben riskiert, um die Smoke zu legen, die ihn aber sehr viel Raum gibt. Fallen. Sollte JW picken und Fair ist schon von hinten da. Auch Olaf Meister gedown, die letzte Runde noch vergeben und es ist das 9 zu 6 für LG. Hätten sie da mal direkt auf den Baseball drauf gepusht, aber man hat sich einfach. Nicht getraut, war sie nicht sicher, wollte noch abwarten. Was auch immer davon zutrifft. Aber es ist halt von außen auch immer leicht zu sagen, ganz klar. Also ich meine, ich habe es halt jetzt gesehen, dass der Baseball frei war. Ja, aber Fnatic wusste es wohl nicht oder hoffentlich nicht. So, also weiter geht's in die zweite Halbzeit. Ich habe mir das Fnatic mit 6 T-Runden eigentlich gar nicht mal so schlecht. Da steht also 6 T-Runden ist schon okay. Wobei es jetzt auch wieder ein relativ nichtssagendes Ergebnis ist, weil auf der anderen Seite Luminosity mit diesen neuen CT-Runden auch sehr gut leben kann. Jetzt in der Pistol-Round scheinen die Brasilianer hier sehr, sehr schnell Richtung B spielen zu wollen. Sie haben ein bisschen was abbekommen, eins der Nates sind da entgegengeflogen.
Auf den Schaden hält sich eigentlich noch ziemlich in Grenzen. Olaf ist da schon ziemlich vorsichtig geworden. Kann halt sehr schnell mal einen Headshot reingeflogen kommen von so einer Glock. Olaf Meister. Er möchte unbedingt gegenpushen. Jetzt hat er auf jeden Fall gesehen, dass die Banane hier aufgegeben wurde. Und allein das könnte ihm schon ein bisschen was weiterhelfen. Mit dieser Flash muss er auch wieder super vorsichtig sein. Sie pushen sofort rein und da geht er down. Jetzt hat er einmal zu viel reingepiekt. Taco sofort ihn dafür bestraft, aber auch LG ist hier sehr zögerlich. Auch sie pushen nicht sofort drauf. Lieber rotiert man nochmal Richtung Mitte und das scheint Fnatic schon mitbekommen zu haben oder vermuten es einfach. Dadurch, dass er nicht sofort dieser Golden aufgecallt wurde, Fallen in der Mitte gegen Dennis. Da wird er rausgenommen, JW in die Mitte rein. Ein No geschossen, einen down. Nix hat nur noch 21 AP. Jetzt Fair auch down gegen Flush und da kommt das Pistol Aiming der Schweden wieder durch. Krims auf dem Baseball muss es jetzt noch reißen. Wenn er mindestens eine mitnimmt, dann ist die Runde auf jeden Fall sehr gut drin. Aber er zieht sich lieber zurück. Dennis mit dem wunderschönen Brett und den zweiten auch noch hinterhergelegt. Wenn es einer regeln kann in den Pistols, dann ist es wohl Dennis. Er überlebt mit einem AP. Calculated, würde ich mal sagen. Siebte Runde für Fnatic. Kein Kaugummi, was Krims sich da gönnt. Bisschen was anderes. Gibt die Konzentration, angeblich. So, LG. LG hat sich im Haus aufgestellt in dem Force 5. Sie haben ja sehr viele CZ, sag ich schon, sehr viele Tech Nines dabei. Eine Deagle, eine P250 noch oben drauf. Man ist hier erstmal sehr vorsichtig, muss teilweise auch wieder die Smokes abwarten. Mit ist gerade eben gefadet, deswegen kann man sich da langsam sich jetzt nach vorne arbeiten. Man teilt sich erstmal in beide Richtungen aus, bildet sich da so ein bisschen, um dann vor allem auch den Spot eben in die Zange zu nehmen. Jetzt geht's Anlagen durch. Flash hat sich da sehr viel zurückgezogen, muss auf jeden Fall sein Mainz und sagen, dass hier die Position offen ist. Gold Zero mit der Deagle-Schelle für Dennis. Das ist die Lache für gerade eben für die Pistol-Round. Flash steht ja mit seiner P90 noch bereit. Auch GW ist da schon down gegangen. Kurz wieder mit dem nächsten Kill und Flasher muss ziemlich leiden dafür, dass er den Reflect nur ziehen möchte. 51 AP noch bei ihm. Also schönes Kreuzfeuer, was LG da immer wieder aufgezogen hat. So, Krims müssen die ganze Rolle jetzt noch retten. Vorne steht Onspot. Sie wissen auf jeden Fall, dass einer hinten im Sandkasten war. Der ist ganz klar bekannt. Und jetzt ist Fallen auch bekannt. Oh mein Gott, Flasher! Zum Glück P90. Sowas von zum Glück P90, sonst wäre er da so tot gewesen. Mit jeder anderen Waffe hätte er keine Munition mehr gehabt. Aber die P90 sitzt, also bei ihm weiß ich nicht genau, was heute los ist. Scheint aber vom Aiming her das ein oder andere Problemchen zu haben. Wir haben vorhin auch schon mal eine Pistole gesehen, wo er ganz gut daneben geschossen hat. Jetzt auch wieder. Er hat auch nur in Anführungszeichen 7 zu 10. Also er fällt jetzt nicht so krass raus, aber wir sind anderes von ihm gewohnt. Sagen wir es mal so. Ein bisschen in die Smoke reingeholzt, also gegen die Eco hat man sich da jetzt eine Banane etwas mehr zugetraut. Luminosity ist da wieder relativ vorsichtig. Ist dann auch bezeichnend immer so für Inferno, dass die Teams immer dann relativ langsam in Spiels, die einfach pflegen. Man muss halt langsam aufbauen. Du musst immer ein bisschen die Smokes abwarten, bis du dich dann wirklich nach vorne spielen kannst. Ist jetzt die Runde nicht unbedingt das Problem für LG, aber sie müssen halt sowieso erstmal den Pick ziehen. Und wenn sich Fnatic da relativ wenig zeigt, dann ist es halt sehr schwer, da voranzukommen. Du musst wirklich Position und Position abaimen. Es gibt viel Close Range, wo halt Leute stehen könnten. Und deswegen muss man da jetzt fürs Erste wirklich vorsichtig. Man müsste auch in der Eco oder es Fnatic halt nicht zu leicht machen, wenigstens ein, zwei Leute rausnehmen, wäre hier schon nicht schlecht für die Brasilianer. Einfach nur das Geldpolster von Fnatic halt schon mal ein bisschen zu reduzieren, aber die Schweden sind hier relativ sicher. Oder zumindest bisher noch halten sie sich halt im Bedeck, dass diese Picks nicht möglich sind, die LG da momentan tut. Oh, und vor allem springt Flasche einfach ins Gesicht. Schön rausgenommen da, damit geht die 90 nochmal hinüber und die ist sicherlich nochmal ein kleines Gefahrenpotenzial, um hier eben diesen geldtechnischen Schaden anzurichten. Fallen stellt sich da in die Bibliothek, schön gespielt. Jade habe ich hier nochmal rausgekommen, damit haben wir jetzt zwei Spieler schon mal erwischt und er könnte Dennis eventuell auch noch überfahren, aber der macht es ja genau richtig, der zieht sich einfach nur zurück, wartet lieber auf seine Mates. Dann in die Close Range
möchte er gegen die P90 wirklich nicht. Also, Ausgleich ist schon mal geschafft für Fnatic. Pistol Round gewonnen. Die beiden Anschlussrunden ebenfalls eingeheimst. Ja, und damit hat man jetzt hier schon mal das 9:9. Und das ist schon mal der erste Weg, hier eine saubere CTF hinzulegen. Aber jetzt geht es in die erste Waffenrunde rein. Auf beiden Seiten ist die AWP bereits vorhanden. Sowohl Fallen als auch JW haben sich eine gegönnt. Und jetzt bin ich gespannt, wie JW dieses Spiel aufziehen wird. Wie offensiv würde er sich reinwagen? Früher war sein, ja, Klassiker-Move mehr oder weniger immer dieses offensive Pushen ins Haus. Auch die Banane ist so ein Bereich, den man durchaus mal offensiver angehen kann. Aber jetzt gerade in dieser ersten Waffenrunde werden wir davon erstmal wohl noch nichts sehen. Immer noch einen dieser Breaks zu ziehen. Jetzt geht eben dieses Wartespiel los. Ja, das ist jetzt. Das ist jetzt dieses ganz klassische Spiel auf Inferno. Abwarten und Tee trinken. Aber durch diese 10 Sekunden, das war auch was, das YNK vorhin angesprochen hat, durch diese extra 10 Sekunden auf die Runde oben drauf, kann man da eben immer deutlich länger eben diese Smokes aussitzen, weil man am Ende der Runde halt mehr Zeit hat, dann wirklich noch den Go-Out zu spielen. Und genau das macht LG jetzt gerade eben auch Richtung A-Spot durch JW. Mit seiner AWP bereit, vorne an der Smoke, das ist genau dieser offensive Spielstil. Aber diesmal hat er eben nicht getroffen, auch wenn es an sich kein schlechter Versuch war. Olofmeister im schönen Spray hier über eine echt, echt lange Distanz. Und ganz locker für ihn, Olofmeister den zweiten aus dem Sandkasten raus. Eine wichtige Position, die er da gerade eben spielt. Den dritten hätte er machen müssen, dann wäre die Runde sehr drin gewesen. So wird sie auf jeden Fall ultra schwer. Gerade JW mit seinem 14 AP. Da macht er nochmal den Kill. Oh mein Gott, JW! Wer hat denn den noch bekommen? Es war so knapp dran, dass er nicht mehr hätte abdrücken können. Keine Ahnung, wie er so schnell hintereinander schießen konnte. Aber jetzt ist Taco hier in 2 gegen 1. Er hat nur noch 26 AP. Taco, da kommt der Headshot von JW und er rettet diese Runde. Auch wenn sein Offensivwurf nicht funktioniert hat, er macht sie trotzdem dicht. Runde Nummer 10 für Fnatic. Und die war sowas von wichtig. Hart erkämpft mal wieder. Und wie stark von JW das geschossen war. Vor allem dieser Quick Zoom, wenn man ihn so nennen kann. Sehr, sehr krass. Ich habe jetzt gerade nochmal die Info bekommen, dass Maus gegen Navi eventuell früher startet, als es vielleicht vorgesehen war. Und das ist nicht gut, weil wir wollen da nichts verpassen. Aber gut, das werden wir sehen. Kriegen wir schon irgendwie hin. So, Fallen. Entry Frag gegen Krims sitzt. Die brauchen diese Runde, die Brasilianer, sonst ist wenig Geld vorhanden. Und jetzt eine Eco im Haus zu haben, wäre ungünstig. Cold Zero stellt sich da wieder für den Argo auf. Also scheint hier erneut der Plan zu sein, die Banane jetzt zumindest die mal einzusmoken. JW mit dem richtigen Timing. Da erwischt er seine Gegner mit den runtergelassenen Hosen und damit aber auch er erwischt. Er hat das richtige Timing, pusht ihn einfach zu Tode. Und das kostet ja wieder viel. Das kostet Fnatic sehr, sehr viel. Olofmeister. Und wieder so ein schönes Timing. Es ist das dritte Mal in der Runde, dass hier einfach nur gutes Timing wieder für den Kill sorgt. Flascher! Da stehen sie hintereinander. Da stehen sie einfach hintereinander. Er muss sie nur noch abschießen. Und Fair ist hier durch, ohne dass sie ihn mitbekommen haben. Und es könnte auf jeden Fall nochmal einen Spieler kosten. Sie wissen nicht, dass Fair da unterwegs ist. Riesen Glück gehabt, dass Fair so gelaufen ist, dass er hier jetzt gerade eben niemand erwischt hat. So kann man sich zumindest diese 2 gegen 1 Situation erstmal aufrechterhalten. Der Brasilianer wird einfach schon erstmal die Bombe zu planen. 15 Sekunden noch auf der Uhr. Bombplan geht locker durch, gar keine Frage. Fnatic hat noch eine Brandgranate. Eine Brandgranate gegen diese Flash. Und die AK von Fair. Oh, der erste Shot sitzt, aber wie Fair. Einfach beide rausgenommen, jawohl. Sauber abgesprayt, den ersten Headshot, den zweiten im Spray mitgenommen. 10:10 und jetzt eine kleine Pause. Die Frage ist, sie wird wohl von Fnatic kommen. Ja, aber das ist halt auch gerade wieder ein bisschen schief gelaufen da.
Vor allem, wenn man jetzt auch noch dieses 2 gegen 1 verliert, da muss man sich eventuell mal kurz besprechen, kurz durchschnaufen. Aber stark ausgespielt von Peer, wirklich ganz stark. Das sehen wir es nochmal. Dieser erste Headshot, der war echt sauber. Und dann hat er sahne gesprayt, sogar durch beide Holzpfeiler durch, aber überhaupt kein Problem für ihn. 10 zu 10. Ja, und da haben wir ihn. Den großartigen Fnatic Timeout. 16-10 incoming. Nein, natürlich nicht ernst gemeint, aber wir wissen, dass ihre Timeouts häufig zum Erfolg führen. Sehr, sehr häufig. Und es ist ein einziges Hin und Her momentan. Also beide Teams schenken sich da wirklich überhaupt nichts. Wenn LG hier echt so weiterspielt, dann könnten sie Fnatic da durchaus noch gefährlich werden, auch wenn sie immer noch 6 T-Noten vor sich haben. Aber man hat sich hier sehr gut auf Fnatic vorbereitet. Sie wissen, was die Spieler wann ungefähr vorhaben. Weil die sind auf jeden Fall die, die momentan so ein bisschen die Initiative übernommen haben. Wenn sie jetzt dazu noch die Economy halt besser oder überhaupt kontrollieren können, wenn das jetzt langsam sicher auch noch losgeht, dann wird Fnatic da immer größere Probleme kriegen. Das Ganze noch irgendwie im Griff zu halten. Und das wird halt früher oder später einfach dazu kommen. Ich denke mal, auch diese Runde werden sie jetzt dann schon Probleme haben, wenn nicht sogar schon eine Eco spielen müssen. Damit kriegt LG die Chance, sich da noch weiter abzusetzen. Aber auch vorne ist hier noch gut am Infos durchgeben. Also auch er scheint noch einige Ideen zu haben. Sagt ihnen jetzt vielleicht noch, auf was man achten sollte, was Fnatic eventuell verändern könnte. Und bei den Schweden scheint es sich echt eher um eine, ja, Pause, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, einfach zu handeln. So, Olaf und Krims sind wieder am Stissel. Damit sollte es hier eigentlich jede Sekunde weitergehen. Warum hat LG teilweise keine guten Stühle? Ich weiß nicht, vielleicht wollen sie einfach keine anleihen, sondern können sich damit besser oder kommen damit einfach besser klar als mit diesen großen Gaming-Stühlen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Oder es gab einfach keine mehr und ihnen macht es auch nichts aus, wenn sie auf normalen sitzen müssen. Aber ich gehe eher von ersterem aus. Also im Normalfall sollten da 10 Stühle vorhanden sein. Ich denke mal, man hat sich eher. Oder vielleicht wollen sie ja. Vielleicht sind die Stühle auch tiefer als die. Als die von. Von welcher Marke sind die eigentlich? Maxonomic oder die X-Racer? Eine von beiden, als die sein können, theoretisch. Man weiß es nicht. Kann viele Gründe haben, ehrlich gesagt. Also, Timeout ist vorbei. Fnatic ist. Also, ja, mit ihrer Besprechung, mit ihrem Klo gehen, wie auch immer, durch. Ich gehe wirklich davon aus, dass es eher eine Verschnaufpause war, jetzt einfach mal kurz zu chillen. Was hat er gerade gemacht? Okay, naja. Wo auch immer er gerade unterwegs war, hat anscheinend seine Hand an der Maus nicht gebraucht. Und JW und Olaf Meister versuchen es diesmal in dieser Eco eben offensiv. Also es ist tatsächlich die Eco, die ich gerade angesprochen habe. Man hat jetzt schon kein Geld mehr. Das ist halt für Luminosity dieser Knackpunkt einfach, an dem man Fnatic jetzt richtig an die Eier kriegen kann. Direkt zwei Leute rausgenommen hier im Haus. Das heißt, der Offensiv-Move ist schon mal in die Hose gegangen. Oh, schön von Fair. Auch den hat er sauber abgehämmt. Und somit Flascher und Krims jetzt in 2 gegen 5. Ja, die beiden wissen, dass sie nicht mehr allzu viel anrichten werden können. Exitfrags sind das große Zauberwort. Wenigstens Schaden anrichten. Flascher bekommt dann Headshot durch die Wand ab. Ja, und da wird er auch rausgenommen. Krims in 1 gegen 5. Was willst du tun? Zu 10. Also LG hat sich den Vorsprung da wieder zurückgeholt, nachdem ja Fnatic jetzt erstmal nach dieser gewonnenen Pistole und so weiter und so fort ausgleichen konnte. Jetzt ist LG in den Waffenrunden wieder am Drücker.
Momentan fair mit 29 Frags seine Mates echt ganz gut am Durchcarryen. Der Rest hat einfach, ja, 10, 13, sowas um den Dreh. 29 ist eine Ansage in 21 Runden. Oh, saubere Nades, die da jetzt diesmal in die Banane geflogen sind. Also Cool Zero hat da schon einiges abbekommen. FNX auch nur noch 50. Vor den 62, das ist auf jeden Fall schon mal Damage, den man hier ganz, ganz gerne mitnehmen möchte. Und es sieht noch aus, als ob LG trotzdem an diesem Bego jetzt festhält. Vielleicht einmal mal, um das Ganze anzutesten. Es können auch diese angesprochene 3-Molly-Go sein, die man von ihnen schon, ja, erwartet hat, mehr oder weniger. Und ja, darum handelt es sich wohl oder übel auch, denn es sind genau 3 Molotovs vorbereitet worden. Also, das wird auch wieder interessant zu sehen, inwiefern hat Fnatic sich darauf vorbereitet. Denn sie waren diejenigen, die sich für Inferno entschieden hätten. Es hätte auch Overpass sein. Gut, wobei Fnatic Overpass. Vielleicht nicht die schlechteste Map, aber LG ist da auch nicht unbedingt zu unterschätzen. So, die Brasilianer Richtung B. Jetzt kommen eben diese 3 Molotovs. Taco ist derjenige, der zuerst umhaut. Der zuerst einen umhaut, so rum. Flash weiß sich da auch nicht wirklich zu helfen. Mit seiner TZ gegen 5 wird es halt auch schwierig. Grips ist zwar auch schon am Spot und das Ding ist, dass bei LG verdammt viel HP verloren wurden. Keiner mehr, der über 50 hat, auch wenn noch alle 5 am Leben sind, aber es wird jetzt, es könnte echt schwer werden zu verteidigen, weil Grims und Dennis brauchen einfach so gut wie keine Schüsse, um die Spieler jeweils rauszunehmen. Und da fällt auch schon der erste. Da geht's los. Dennis. Kriegt die Nummer 1. Krims predicted den zweiten einfach weg. Uiuiui. Dennis wieder einen mitgenommen. Und diese Nades von Beginn der Runde, die könnten sich sowas von auszahlen. Taco und FNX nochmal mit 2 Kills. Jetzt wird Taco gerefragt. Und W steht um 1 gegen 1. Aber die Bombe tickt schon so schnell. Die tickt so schnell. Er hat den Fuse gerade aufgehoben. Er verschießt den ersten. Er verschießt den zweiten. Und er zieht sich zurück. Er konnte seinen Gegner nicht aus der Reserve locken. FNX behält einfach die Ruhe und man gewinnt auch diese Runde wieder bei LG. Auch wenn diese Afterburn-Situation so schwer zu verteidigen war mit so wenig HP. 12 zu 10 für LG. Letztendlich konnte es FNX einfach ausspielen. Wirklich, wirklich schön gemacht. Oh, wenn JW das gewusst hätte, dann hätte er einfach seine Pistole genommen und hätte ihn umlaufen. Aber er wusste es nicht. Das ist genau der Punkt. JW wusste ja nicht, dass sein Gegner so wenig hat. Woher soll er es auch wissen? Genau, das ist direkt die nächste Eco für Fnatic. Man hat halt durch JW mit dieser gesaveten AWP. Und jetzt kommt LG da langsam in den Rundenbereich, in dem es eng werden könnte. Oh mein Gott, JW hat auf Fallen geschossen und Fair ist ihm genau in seinen Schuss gesprungen. Oh mein Gott. Unlucky. Das kannst du einfach nur unter Unlucky verbuchen. Also geht man jetzt in die Unterzahl gegen diese Eco. Da würde er sich wirklich ärgern. Ja, und Fnatic haben jetzt zumindest überall zur Situation. Wird es ihnen jetzt viel bringen in der Eco? Und Venacity hat sich gerade eben nochmal zur Banane aufgesteckt gehabt. Mittlerweile war auch wieder rausrotiert. Ich dachte jetzt, dass der Ausbau nur angefaked wird, aber das war echt nicht der Fall. Die wartet einfach erstmal noch ein bisschen. Wir versuchen, irgendeine Reaktion rauszubekommen. Vielleicht wollen wir wissen, wo die AWP von JW steht. Aber der gibt erstmal keine Info von sich. Cool Zero jetzt alleine Richtung A-Spot geschickt. Er würde also dann gleich versuchen, die Verschieber abzufangen, wenn der Go Richtung B stattfindet. Er findet nichts vorne weg. Die Faken trotzdem nur an. Jetzt ist die AWP down. Das war die AWP und Cool Zero dreht sich schnell genug um, um Dennis da noch rauszunehmen. Er hat zwar den Hälfte verpasst, aber der zweite wollte nicht mehr sitzen. Jetzt ist der A-Spot frei. Sie werden die Bombe nochmal planten können, auch wenn es erst verdammt spät in der Runde passieren wird. Die Bombe liegt. Ich habe komplett nicht so mit den eingepusht. FNX, damit müsste auf jeden Fall die 30 voll haben. Krims und Olaf Meister werden nur noch Exit-Frags machen können. Also auch diese Runde, beziehungsweise auch Waffensafen. Also auch diese Runde geht wieder durch für LG. Aber es war wirklich nicht sicher, ob man die gewinnt. Gerade wenn JW da mit seiner AWP auch noch Cold Zero rausnimmt, dann hat man noch das 3 gegen 5. Da hätte es, das war einfach der Knackpunkt. Da hätte sie aus dem Ruder laufen können, die Runde. Aber LG behält die Nerven, nutzen einfach ihren Waffenvorteil aus und somit haben sie mittlerweile die Runde Nummer 13 auf ihrem Konto. Oh,
Uiuiui. Und Krims nimmt nochmal zwei Leute mit. Und das kostet Geld. Das kostet wichtiges, wichtiges Geld. Pause gecallt. Das müsste eigentlich die von LG sein. Ja, war es auch. Ne, von Flasche. Moment, da war die Pause gerade eben schon von LG. Okay, na, es macht aber eigentlich mehr Sinn. Also, jetzt haben wir den Fnatic Timeout. Aber dann hat LG den Pause-Call gerade eben gebracht, nachdem sie die Runde gewonnen hatten. Aber, ja gut, ist ja natürlich, das macht schon Sinn. Man hat die Runde halt nur gewonnen, weil fair klatscht. Hätte er nicht die beiden Kills am Schluss gemacht, dann wäre die Runde auch verloren gegangen. Also, hat man sich wahrscheinlich gesagt, gut, das, was wir gespielt hatten, hat doch nicht funktioniert. Also, kommen wir trotzdem die Pause und sprechen nochmal alles durch. Die Pause war wohl erfolgreich. So erfolgreich, dass Fnatic sich letztendlich dazu genötigt fühlt, selbst die Pause zu ziehen und irgendwas zu besprechen, irgendwas umzustellen. Irgendwas muss anders laufen, denn LG ist hier auf dem besten Weg, Fnatic auf Inferno zu verheizen. Ich frage mich gerade, da wird... Ja, redet gerade irgendwer von denen? Vugo, ja, Vugo ist ein bisschen am blubbern. Ach, schön, dass Vugo sogar einen eigenen PC hat. Das ist auf jeden Fall gut zu sehen, dass die Coaches extra am PC sitzen. Und darüber ihren Teams auf jeden Fall deutlich besser beistehen können. Wenn du halt nur dahinter stehst, dann fehlt halt immer so ein bisschen der Input auch, den du eigentlich bräuchtest. Also gerade der... Also klar, du siehst halt alle Bildschirme theoretisch, aber du kannst zum einen nicht auf alle Bildschirme gleichzeitig gucken und zum anderen verpasst man sicherlich auch einiges. Wenn du deinen eigenen PC hast, ist es schon deutlich besser. Und ich denke mal, wenn sich der Coach wirklich als Ansager durchsetzen soll, dann braucht man auch immer auf solchen Offline-Events, ja, einfach PCs extra. So. Weiter geht's. Der Pause-Call von Fnatic, der ja normalerweise immer die Erlösung bringt. Ich bin gesagt nicht so ganz sicher, aber noch Meister. Einen Frag kann er setzen. Dann ist aber sofort der Beatback da, auch wenn Fallen und Fair noch ziemlich gelitten haben. Beide jeweils noch mit 50 AP oder 50 und 33. Gaming lässt sich da jetzt eine Banane erstmal nochmal zurückdrängen. Sie haben diesen einen Kill bekommen, der sicherlich nicht schlecht ist, denn jetzt kann man anfangen damit zu spielen, wie Fnatic sich aufstellt. Haben die jetzt ein 1-3 oder machen sie ein 2-2? Momentan könnte man wahrscheinlich eher von letzterem ausgehen, weil eben nochmal Druck Richtung B gefahren wurde und das macht sehr wahrscheinlich, dass zwar ein Spieler rübergeschoben hat. Ja, Punkt. Dass ein Spieler rübergeschoben hat. Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Dadurch, dass sie halt... Also es wirkte halt so, als ob LG nach diesem Kill sofort raus will, auf den Spot. Haben sie zwar jetzt nicht gemacht, aber Fnatic bleibt trotzdem erstmal in dieser Aufstellung stehen. Also sie lassen diese zwei Spieler auf B und stehen halt dafür auf A nur zu zweit, was also eine kleine Schwäche auf den Spotter gibt. Weil jetzt steht aber Judis mal wieder mit seiner AWP da ist. Jetzt bekommt er das hier erstmal eine Support-Flash. Und da will LG gleich raus. Und der erste Break sitzt nicht. Dennis hier mit dem wunderschönen Double und den Triple oben drauf. Dennis lässt sich nicht unterkriegen. Fallen im 1 gegen 4. Das war's dann mit der Runde. So schnell kann es hier mal vorbeigehen, wenn man gegen Fnatic spielt. Dennis holzt sie einfach alle um. Tja, und voll 10 Sekunden auf der Uhr, das wird der Safe sein. Es sollte trotzdem locker noch genug Geld da sein, um nachzulegen. Also entspannen kann man sich da noch nicht bei Fnatic, aber... auf jeden Fall schon mal diese erste Runde geholt. Und das ist, denke ich mal, nicht schlecht, wenn man nach dem Timeout... direkt die erste Runde für sich entscheiden kann. Auf der anderen Seite muss man jetzt auch wieder sagen, es war jetzt wieder nicht durch taktische Brillanz gewonnen, sondern einfach dadurch, dass Dennis halt diesen 3K macht. Klar, wenn man dadurch das Spiel gewinnt, dann wird sich dann nachher keiner beschweren. Aber wirklich funktioniert das halt deswegen trotzdem nicht. Ripfeed? Ne, okay, alles gut. Und da wird der erste rausgenommen. JW diesmal mit dem, ja, gewagten Move, sagen wir es einfach mal so. Aber er hat funktioniert. Ist auch wieder so krass, er springt da einfach vorbei und zack, ist der Gegner schon tot.
Phoenix unterwegs zum B-Spot hin. Insgesamt haben sich da drei Leute momentan in der Banane aufgestellt. Jetzt sind es vier. Und sie wollen vor allem jetzt auf Cold Zero bauen. Der mit seiner AWP, der soll hier loslegen. Der holt hier schon mal ordentlich rein. Also die haben hier scheinbar schon den richtigen Riecher, wo es hingeht bei den Brasilianern. Die Gegenflash muss jetzt gleich auf jeden Fall im richtigen Moment kommen. Grimms sprayt er immer wieder. Möchte seine Gegner einfach hindern, dass sie sich da besser aufstellen können. Dennis mit der Gegenflash, die kommt ein kleines bisschen zu früh. Grimms hinterher. Auch diese Flash ist zu früh und Cold Zero nimmt ihn mit. Cold Zero nimmt ihn mit, hat es genau richtig geredet hier, Dennis. Dennis auf den Spot, der verschießt bitterlich. Zumindest einen konnte er noch mitnehmen. Aber der Spot ist eingenommen. Sie kommen hier in der Eco auf den Spot. Cold Zero hat da gerade noch einen rausgepickt durch die Smoke. Und es wäre seine Runde. JW und Flasher. So schön gespielt von Cold. Da fällt der erste Retake. Flasher pickt wieder einen raus und so schnell dreht sich die ganze Geschichte. Taco, 1 gegen 1, da war die Brandgranate. Er konnte nicht drin stehen bleiben. Er musste rumfacen. Ich bin mir nicht ganz sicher, vielleicht hätte er sich weiter zurückziehen können zum ins Dark rein, aber dann hätte Flasher trotzdem seine Position gekannt. Deswegen wollte er einfach rausgehen. Dachte vielleicht, dass Flasher hochspringt oder so. Aber der bleibt einfach eiskalt stehen, nimmt ihn mit und Flasher kann es gerade nochmal retten auf den letzten Drücker. Aber eine super gefährliche Eco. Eine ganz, ganz gefährliche. Also die zweite Runde, die durch diese Einzelaktion entschieden wird. Noch ist Geld bei, oder jetzt ist, das heißt noch wieder ist Geld bei Luminosity vorhanden. Das war diesmal nichts, aber Taco, wie schön es gedacht war. Die Brasilianer, um Gottes Willen, wie sie die gerade im Fnatic vernascht haben. Erster Spieler in der Mitte, dann haben sie genau damit gerechnet, dass zurückgeschoben wird. Dann kommt der Hausmeisterspieler und dann verspätet auch nochmal, quasi als Backstep vom Backstep, auch nochmal der Hausspieler raus. Oh mein Gott! Dieses Timing dann auch von allen Spielern, auch hier Flasher mit der Granate, da hat aber kriegt trotzdem diesen Kill. Sie kriegen Flasher nicht tot. Jetzt fällt Grimms und Flasher muss es retten. Flasher im 1 gegen 2. Beide stehen im Sandkasten. Er hat ihn falsch geortet. Runde Nummer 14 für LG. Jetzt muss es losgehen. Wie schön diese Runde ausgespielt war. Wunderschön. Oh, jetzt muss Fnatic sich ranhalten. Jetzt müssen sie sich sowas von ranhalten. Sie haben wenig Geld. Mal sich die Quali runter? Nee, also nicht, okay. Sie haben wenig Geld. Sie können jetzt noch Frostbite. Das heißt, es gibt vielleicht die gute Gelegenheit für Luminosity Gaming noch eine Runde hinterher zu legen und damit schon mal die Overtime safe zu haben. Die Runde erstmal ganz gechillt an. Jetzt weiß man schon, dadurch, dass Grimms nur eine 5-7 hat, könnte man vermuten, dass es sich dabei bloß um eine Force Buy handelt. Sollte eigentlich so oder so angekommen sein bei LG. Sie bereiten sich wohl erneut für den B-Go vor. Da kommen die ersten Smokes geflogen, das Ganze aber wieder nur als Fake ausgespielt. Jetzt also komplett sicher sein, dass zwei Leute rübergeschoben haben, eventuell sogar noch einen dritten rüber bewegen. Dadurch, dass es nur ein Forceball ist, geht man davon aus, dass ein dritter Spieler auch noch irgendwie leichter zu bewegen ist, rüber auf den anderen Spot zu gehen. Aber Flasher lässt sich nicht beirren. Flasher bleibt auf A aufgestellt, 35 Sekunden noch auf der Uhr, langsam, aber sicher muss LG wieder in die Gänge kommen. Und jetzt geht's los, über die Mitte. JW steht bereit. M4 im Anschlag. JW, da wird er gesehen. Oder geht er down? Taco pickt ihn hier raus. Dennis kann einen machen, wird gerefragt. Alles im Griff. Oh, Flasher letztendlich doch noch geschoben. Oh mein Gott, ich hab's gar nicht mitbekommen mehr. Flasher ist doch nochmal rübergegangen. Da wurde wohl noch ein bisschen weiter gefaked von irgendeinem Spieler in der Banane. Und das hat trotzdem noch perfekt funktioniert. Gut, Fair ist jetzt ein bisschen sehr weit vorne gestanden. Hat sich vielleicht zugetraut wegen seinen guten Stats.
wieder ein Spieler nochmal in der Mitte abgegammelt. Der kann einen noch abfangen, kann ansagen, dass beide hier irgendwo in der Mitte CT unterwegs sind oder bei Action halt. Das heißt, man kann sich jetzt perfekt dagegen aufstellen und das sind, ja, die perfekte Gelegenheit oder was? Aber Flasher mit dem schnellen Headshot. Gut, Zero Space hier mit rein, Taco, aber wieder eine schöne Position. Er pickt den zweiten auch noch. 15 zu 12, LG kann sich hier gerade nochmal retten und Taco überlebt da mit einem HP, mit einem einzigen Health Point, der ihnen da nochmal die Runde bringt. Wieder so eine knappe Kiste. Aber im Endeffekt LG hier die Nase vorne. Und Fnatic hat wenig Geld. Verliert Fnatic auf Inferno gegen LG. Okay, ersten Schuss schon mal daneben gesetzt, so seinen ersten Spray, was besser zu sagen. Wolfmeister, ein bisschen was Richtung Banane nochmal reingebürdert. Ist ja auch immer wieder in die Mitte. Sie wollen da auf jeden Fall wieder diese Picks ziehen. Sicher sucht man da irgendwie den Einstieg auf den Spot. Irgendwo muss dieser unvorsichtige Spieler gefunden werden. Man könnte jetzt sagen, okay, sie haben ja sowieso nur noch CZs. Was soll eigentlich schief gehen? Aber es ist Fnatic und es sind nur CZs. Gerade Flasher ist damit komplett krank im Kopf. Und LG spielt... Sie werden hier spielen, die gegen der Waffenrunde. Ganz normal. Und es ist nachvollziehbar. Oh, jetzt kommt hier Krims einmal ganz kurz offensiv. Er face kurz in die Banane rein. Man zieht sich sofort zurück bei LG. Möchte immer die große Distanz wahren. Und geht letztendlich auch komplett aus der Banane raus. Also man möchte sich da wirklich nicht pushen lassen. Könnte sein, dass Fnatic dadurch die Info jetzt frühzeitig kriegt. Also wenn sie wirklich Richtung A wollen, dann sollte man sie relativ schnell spielen. Ansonsten werden sie da wahrscheinlich gegen 4 oder im Extremfall sogar 5 Spieler spielen müssen. Man deckt sich da langsam, aber sicher aus der Mitte raus. 25 Sekunden noch auf der Uhr. Der Go wird jetzt jede Sekunde stattfinden. Also man ist ja sowieso schon ziemlich weit vor. Sobald der erste Kill dann fällt, geht sofort richtig schnell zur Sache. Dennis steht aber hier zusammen im Crossfire. Olafmeister wird rausgenommen. Fallen ebenfalls in Kill gesetzt. Kulsiro den nächsten. Dennis wird gerefragt. Und dann ist es nur noch Krims. Edward war auch mal kurz am Server. Okay, und jetzt ist Krims allein im 1 gegen 3. Aber auch Edward wird daran vielleicht nichts ändern können, dass es hier 16 zu 12 steht. Luminosity gewinnt gegen Fnatic. Auf Inferno. Gegen Favoriten auf dieses Turnier wahrscheinlich. Nicht nur wahrscheinlich, Fnatic ist immer der Favorit. GG, well played. Ist auch gut. Erst so richtig abgehen bei diesem Teamkreis und dann full game. Und sie bezwingen Fnatic. Auf Entfernung.